Hi Leute, wir sind natürlich weiter unterwegs bei der Landwirt 2014 mit mir, MacMan, yes. Und wir suchen immer noch den Hofladen, aber also eigentlich suchen wir den gar nicht, sondern wir fahren ja diesen kleinen Popeln, diesen blauen Popelpunkten da hinterher, weil die führen uns zum Hofladen, da sollen wir nämlich Saatgut kaufen. Ich hoffe mal, wir sollten die Saatmaschine nicht mitnehmen, aber das bezweifle ich sehr stark, weil wir haben ja ein Saatgutlager bei uns auf dem Hof. Deswegen schauen wir einfach mal ganz kurz, wo sind wir denn jetzt? Da sind wir jetzt. Ach, nee. Hä? Der ist doch bestimmt dort. Ah, alles klar. So, komm hier, mach mal weg. Ja, da müssen wir noch einen Meter. Was jetzt? Fahren wir nicht mehr. Okay. Mach mal, was wir wollen, hä? Traktor. Mein Friend-Traktor. Ja. Kriegst du die Lizenz nicht für Friend? Nenn ihn Friend. Oh Mann, wer ist da drauf gekommen eigentlich, den Friend zu nennen? Friend, das ist irgendwie... Friend, hey, Traktor, mein Friend. Mein Traktor ist mein bester Friend. Ach, der moderne Landwirt, naja. Sorry, muss man einen Schluck trinken hier, sonst wird die Kehle trocken. So, wir haben Samstag, ja, sehe ich das richtig? Genau, ja, wir haben Samstag. So, das heißt, heute kam das Update mit den 7 neuen Traktoren. Du solltest mit 1200 Kilogramm Weizen kaufen. Wenn du weniger kaufst, wirst du schon bald wieder zum Laden müssen. Ja, dann kaufen wir gleich 120.000 Kilogramm, dass wir ja gar nicht erst nochmal her müssen. So, ja, heute kam das neue Update mit den 7 Fahrzeugen. Ich kann es euch leider noch nicht zeigen, weil ich diesen Part schon am Donnerstag produziert habe, weil ich eben Freitag und Samstag keine Zeit habe. So, es tut mir sehr, sehr leid. Morgen zum Sonntag kann ich euch jetzt schon versprechen, brandaktuell kriegt ihr auf jeden Fall die neuen Fahrzeuge gezeigt. Ja, hänge ich wieder hinterher, toll. Geht doch auf einen anderen Kanal, guckt doch da, die sind alle viel aktueller. Mann. Aber bei mir ist eh viel cooler. Ich kommentiere viel cooler. So, drücke Enter für das Lagermenü. Nee, das war das falsche Enter. Das war das Enter. So, was wollen wir denn Schönes kaufen? Wir können ja natürlich auch hier so Hühner, Gedöns und sowas kaufen. Wetterstation kaufen, 10.000. Wir sollen Weizen kaufen, 100. Ja, wir sollen hier mindestens 1.200 kaufen. Was heißt 600 kosten 1.200? Okay, dann kaufen wir mehr. Wir kaufen 5.000. So, 5.000 Weizen. Kaufen gleich noch was anderes. Komm, ich habe auch Bock auf Gerste. Was kostet Gerste? 45. Ist nicht so teuer. Dann kaufe ich jetzt auch nochmal Gerste. 3000 sollte reichen. Raps, was kostet Raps? Ach hier, 61. Ja, steht doch alles da. Sind wir schon blöd oder was? Erbsen. 85. Wieso sind Erbsen so teuer? Raps. Komm, wir kaufen noch Raps. So, dass mal hier ein bisschen Geld ausgegeben. So, 2000. 3000 Raps. Okay. Vielen Dank für die Blumen. Und weiter geht's. Du kannst wieder heimfahren. Ach nee. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Jetzt fahren wir die ganze Scheiße wieder zurück. Alter, das ist doch zum Kotzen, oder? Wir hätten mit dem kleinen Traktor fahren sollen und hätten ihn gleich hier oben. Ey, Alter. Pass mal ein bisschen auf hier, Mensch. Wir sind nicht in England. So, ja, wir hätten mit dem kleinen Traktor fahren sollen. Und ich habe übrigens wieder die Stoppuhr nicht. Ich habe wieder die Stoppuhr nicht angemacht. Ich muss wieder auf die Parkbrücke. Na, ist auch egal. Ja, wir hätten den kleinen Traktor hier oben abstellen sollen gleich. Wären wir hier hochgefahren, hätte es mal ein bisschen länger gedauert. Aber hätten wir mal gleich hin und her switchen können, wisst ihr? Cool finde ich auch diese Tankanzeige. Und vor allen Dingen, man merkt wirklich, der Traktor hier, der verbraucht auch den Diesel, den er im Tank hat. Weil guck mal, wir sind ja ein bisschen rumgefahren. Viel haben wir eigentlich noch nicht gemacht. Und im Endeffekt, wir haben schon, ja, gut ein Drittel unseres Tanks haben wir schon runtergeknüppelt. Also das mit den Tanken, das wird hier auch eine große Rolle spielen. Schön. Weil wenn man auch guckt beim Landwirtschaftssimulator, oh, ich weiß auch nicht, die 1000 Liter Tanks, ja, also manche Fahrzeuge, die haben 1000, gut, da jetzt nur ein 120 Liter Tank, muss man dazu sagen. Aber man braucht doch relativ lange, um das leer zu fahren. Man kann ziemlich gut haushalten mit dem Diesel, den man im Tank hat. So. Und meine FPS-Zahl, die springt hier hin und her, das ist Wahnsinn. Von 50 auf 30, auf 20, dann wieder auf 50 und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ja, jetzt hat man mal kurz eine 15, das war der kleine Hänger. Jetzt sind wir wieder bei 30. Bei 30 habe ich so als feste Aufnahme-FPS eingestellt. Also ich nehme mit 30 FPS auf und mein Aufnahmeprogramm tut normalerweise die 30 FPS einlocken und hält die, auch wenn mehr möglich sind. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung, ist das wohl hier nicht so ganz möglich gerade. Warum auch immer. Das wäre der Hammer, ey. Der Landwirt hier meinen Rechner in die Knie zwingen. Da würde ich mich ja totlachen, würde ich mich da ja...
So, aber das glaube ich nicht. Das denke ich mal ist wieder irgendein anderes Gepimmel. Irgendwas im Hintergrund wieder oder keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was alles offen ist. Ich habe bestimmt schon wieder 1000 Tasks offen. Und naja, wisst schon. Hey, Kumpel. Kann man eigentlich hupen? Warte mal, gibt's hier eine Hupe? Das wichtigste Teil am Traktor. Hoch, runter, runter. Nee, gibt's nicht. Wieso nicht? Ah, hier haben wir ja auch noch dieses Flott G. Wollte ich auch nochmal schauen. Genau. So, aber ich vergesse es bestimmt wieder, bis wir da sind. So, ich mache eine Wette, jetzt müssen wir die Sämaschine anhängen und müssen das Feld ansehen. Aber das Gute ist, da haben wir das Feld schon mal angesehen. Also es ist alles schon fertig, das im dritten Part. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt auch in diesem Part noch. Ich will das jetzt einfach schaffen. Wenn nicht, machen wir so viel, wie halt möglich ist vom Feld ansehen. Müssen wir mal gucken wegen der Partlänge und dann machen wir es ganz einfach. Dann sehe ich das Feld halt offscreen fertig am Sonntag dann quasi, also im Morgen in dem Part und kurz vor der Aufnahme. Also auch der Sonntagspart wird wieder brandaktuell werden. Also hier wird nicht groß vorproduziert, nein. Hier sind wir immer aktuell. Auch hat auch was, ne? Kann man immer so ein bisschen über aktuelle Themen ja auch mal sprechen und so. Mir fällt zwar gerade überhaupt kein... Hey, ja, nochmal kurz rübergelenkt. Der produziert mich wohl. Oder der wollte mich produzieren. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Muss aufpassen, mein Freund, ey. Wenn ich aussteig. Da ist Black Hawk Down angesagt. So, noch einen Schluck in den trockenen Rachen geschüttet. Von dem guten Mediumwasser. Ich mag das ja so ein bisschen mit Sprudeln, ne? Also so stilles Wasser kann ich gar nicht trinken. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Stilles Wasser, nee. Könnte mich jagen. So, hier ist frei. Zünden wir mal total hemmungslos hier auf die Straße. Ach ja. Mensch. Oh, eine wunderschöne Burg da oben. Cool sieht's aus. Sieht echt nice aus. Auch die ganze Landschaft hier gefällt mir extrem gut. Das ist unser... Ah, da ist unser... unser Hof. Schön. So, jetzt ist ja auch ein bisschen was... Hallo? Jetzt ist ja auch ein bisschen was in unserem Saatgutlager. Das heißt, wir können jetzt gleich unsere Sämaschine anhängen, die auffüllen. Also ich nehme jedenfalls mal an, dass das Tutorial es so vorgesehen hat für uns. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Ist das unser Hof überhaupt? Ich glaube, das ist gar nicht unser Hof. Doch, es ist unser Hof. Oh, jetzt fahren wir hier noch einen schönen Bogen außenrum, weil wir haben es ja. Vor allen Dingen haben wir eins, viel Zeit. Das ist ja wieder das, was wir gar nicht haben, ne? Wir haben doch keine Zeit. Wir wollen doch hier noch ein bisschen was sehen und erleben. Bei der Landwirt. Und Arim, wie gefällt es dir bis jetzt eigentlich so? Ha? Hast du ja einen Daumen gegeben beim letzten Part? Will ich jedenfalls raten, Freundchen. Jetzt kriegst du Ärger mit McManus. So, okay, wir sind da. Ich gucke jetzt gleich mal die Sämaschine an. So frei bin ich einfach mal. Ich denke mal, dass das jetzt der Inhalt des Tutorials sein wird. Ja, der Kopfzahl, du findest dich jetzt in deinem Lager. Du kannst es einladen und mit den Sehen beginnen. Vergiss nicht, erst die Sämaschine anzukuppeln. Aha. Also ich soll jetzt quasi, bevor ich ansehe, die Sämaschine ankuppeln. Du kannst zusätzliches Geld verdienen, indem du Feldarbeit auf den Feldern deiner Nachbarn verrichtest. Gerade jetzt benötigt ein Nachbar Hilfe beim Pflügen. Nee, oder? Ich wollte jetzt mein Feld ansehen. Vor allen Dingen Pflügen. Pflügen ist doch totale Scheiße. Boah, das Feld deines Nachbars pflügen, ey. Leck mich am Arsch, Mann. Ach, das ist doch... Ups, ausgestiegen. Tut mir leid. So. Das ist doch kacke, ist das doch. Stellen wir jetzt die Sämaschine hier ab. Und fahren jetzt hier Feldflügen. Das ist so ein Kackmist. Ich muss mich ja erst schon mal dran gewöhnen. Man muss ja immer auf der Vorwärtstaste bleiben. Also auf der W-Taste. Und muss dann einfach nur umschalten. Ach, muss dann einfach nur umschalten zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang. So, wo ist denn jetzt das Feld von dem Hippie? Ja, ist das große dort, ne? Ist klar, oder? Ist ein Scherz. So, jetzt ist das ganze Feld. Naja, gut, so groß ist es nicht. Ups, da habe ich aufs Feld geguckt und den Baum nicht gesehen.
Ist mir aber peinlich. So, machen wir kurz hier auf und ab. Und dann fahren wir einfach mal hier so weiter. So, was mich auch wundert, es gibt keine Frontgewichte. Nein, es gibt keine Frontgewichte. Warum gibt es keine Frontgewichte? Verstehe ich nicht. So, einmal das und wir schalten in den dritten Gang wieder mal und dann gehen wir einfach Vollgas. So. Neue Aufgabe, Feldfliegen. Genau dies tun wir auch und jetzt schalte ich trotzdem nochmal einen Gang hoch. Dann flügen wir das liebe Feld hier 14 km/h, ist voll in Ordnung, das passt. So. Und einmal hoch und einmal drehen. Drehen, habe ich gesagt. Oh, ich hoffe, wir kriegen hier bald einen großen Flug. Weil alles andere wäre echt enttäuschend. So, warte mal, jetzt können wir hier die Feldinfo einschalten. Bereich geflügt, 12%. Aha, 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 das ist sehr schön. Da zeigt es nämlich an, wann wir hier das fertig haben, 14%. Und ich bin gespannt, wie viel Geld wir bekommen. Weil, ja, unser Nachbar braucht ja Hilfe und Nachbarschaftsarbeit machen wir nicht. Wir wollen für alles Kohle haben, ist ja ganz logisch, ne? Und jetzt haben wir 14.320. Müssen wir einfach mal beobachten. Müssen wir einfach mal beobachten. Beim Nachbar brauchen wir es auch nicht so ordentlich machen, oder? Nee, ach Quatsch. Nachbar, da brauchen wir es nicht ordentlich machen. So, und rein in die Erde. Und Vollgas. Wisst ihr was? Schalt jetzt mal noch einen Gang hoch. Oh, schafft er gar nicht. Schafft er gar nicht. Müssen wir mal auf die A. Uah, müssen wir auf die A gehen. Schafft er nicht. Scheiße. Also in der 5B ist er schneller wie in der 6B. In der 4B ist er noch schneller. Ja, wenn wir auf mehr Drehzahl haben. Da hat die Kraft nicht, okay. Das ist natürlich nice. Also das muss ich jetzt echt sagen, das gefällt mir gerade sehr gut. Dass das so geregelt ist. Finde ich jetzt irgendwie cool. So, was nehme ich jetzt auf die... So, jetzt schaffen wir 14 km/h. Auf der 3B ist klar. 4B, vielleicht 4C. 15. 4D. 16. Okay. 16 km/h ist in Ordnung, denke ich. Kann man fliegen. So. Ja, wie gesagt, ist der Nachbar, da machen wir das nicht so ordentlich. Wir wollen einfach nur Kohle abstauben. So. Und rein damit. Gucken wir mal, wir haben schon 38%. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. 40%, das geht ratzifatzi hier. Haben auch ein paar Schlenker reingezogen, Mensch. Naja, so ist das, wenn die Flasche Korn, ne, im Handschuhfach steht oder liegt. Und mal während da, naja, egal. Ne, ich will jetzt nicht über Alkohol reden. Ich weiß, es schauen ja auch, sage ich mal, Minderjährige zu. Oder beziehungsweise, ja, doch, Minderjährige kann man ja schon sagen. Manche sind ja eben noch nicht so alt, was ja absolut nicht schlimm ist. Das ist, freue ich mich auch, wenn ich so junge Zuschauer habe. Man muss auch dazu sagen, die Umfrage, das fand ich auch ganz interessant, die Umfrage von dem Megaprojekt, die wir gemacht hatten. Der Randy hat ja netterweise da so einen kleinen Umfragebogen erstellt mit ein paar Fragen drin, haben ganz viele Leute teilgenommen, das fand man super toll. Es kamen auch ein paar kreative Vorschläge und die Leute, die das Megaprojekt gucken, denen ist bestimmt aufgefallen, wir haben dann doch so das ein oder andere schon relativ schnell umgesetzt. Also ihr seht schon, Zuschauermeinungen sind uns auf jeden Fall, mir auch auf jeden Fall, extrem wichtig. Und ja, das Durchschnittsalter beim Megaprojekt hat ergeben 17 Jahre. Das war so das Durchschnittsalter. Und da habe ich jetzt mit niedriger gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben viele, viele Zuschauer auch dabei, die jetzt über 20 sind, die über 30 sind, auch über 40. Und ja, und halt auch einige, die unter 20 oder unter 18 sind und so. Aber ja, macht ja nichts, ist ja nicht schlimm. Ist cool, so eine bunt gemischte Truppe, die macht immer Spaß, ne? So. Und jetzt hoffe ich mal, wir haben es gleich geschafft hier. Mit dem Nachbarsfeld. So, und zack. Und rein im Boden und weiter geht's. So. Dum, 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 dum. Und, wie sieht's aus? 73%, okay. Haben wir noch ein bisschen was. Nützt nichts. Nützt einfach nichts. Den Flug wieder drehen.
So, und Vollgas. Gib mir, Timmy. Ha. So, wenn ich hochfahre, ist die FPS scheiße. Wenn ich runterfahre, ist die FPS gut. Hm. Keine Ahnung. Ich find's lustig. Versteh's nicht, aber ich find's lustig. So. Jetzt müssen wir da aber langsam. Ich lass das mal jetzt hier an. Der hat 83%. Das sieht echt gut aus. Und auf geht's. Schubrakete. So, 85%. 86. 13%. Das müssen wir eigentlich jetzt hier hinkriegen. Ich hoffe mal, wir müssen jetzt hier das, was wir da ausgelassen haben, nicht auch noch nachflügen. Aber es bezweifle ich, weil wir sind schon bei 19%. Bei 90%. Schon bei 19%. Und ich bin gespannt, was wir für Kohle kriegen. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich bin so gespannt, was wir für Kohle kriegen. Ups. Dreh den Flug. So, 93% und wir hatten an Geld 14.320. So, jetzt bin ich echt gespannt. 14.320, 95%. Was jetzt? Neue Aufgabe. Du kannst wieder heimfahren. Aber ich bin noch gar nicht fertig. Ich will doch wenigstens 100% machen. Sonst zieht er mir noch 5% hier vom Lohn ab. Das kann ich nicht akzeptieren. 99 und 100. Danke für die Blumen. So, wir können wieder nach Hause fahren. Das klingt verdammt gut. Dum, 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 dum. Ja, und der Part ist auch gleich am Ende. Mensch, Mensch, Mensch. Oder der Part ist eigentlich schon am Ende. Aber wir fahren mal nach Hause. Ich will wissen, was es für Kohle gab. Oder was wir überhaupt kriegen. Wenn das jetzt hier so eine Nachbarschaftshilfe-Scheiße war, also da flippe ich aus. Natürlich stehen sein Feldflügen hier für lau. Also das geht gar nicht. 14.320. Will ich Kohle haben. Das finde ich echt cool, dass man die Silos hier noch ausbauen kann und anbauen kann und so. Das ist eine coole Sache. Ich denke mal, dafür werden wir auch den Kredit brauchen. Deswegen würde ich das Ganze einfach noch ein bisschen aufheben. So, noch ein Nachbar braucht deine Hilfe, Alter. Ah, wir haben 2000 gekriegt. Na, immerhin. Hallo, hallo. Das Feld deines Nachbarn kultivieren. Okay. Also wir können eines anderen Nachbarns Feld noch kultivieren. Was auch nicht schlecht ist. So, und wir hängen hier erstmal ab. Wir hängen mal den Kultivierer dran. Und ich würde sagen, wir beenden hier unseren Part. Wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video positiv. Lasst mir auf jeden Fall einen netten Kommentar da. Ich freue mich riesig, auch wenn ich nicht jeden beantworte. Ich lese auf jeden Fall jeden. Das kann ich euch schon mal versprechen. Und ja, wer neu ist, schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Abonniert, vielleicht findet ihr noch ein paar andere schöne Let's Play rein, die euch interessieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem. Bis dahin, ciao. Achso, und nicht vergessen, morgen gibt es die neuen Geräte vom Update. Yeah. Tschüss. Blackhawk down.